Einen wunderschönen guten Tag und hallo. Und wir waren dabei, dieses hier zu verteidigen. Und in der Pause kam hier noch ganz schnell die Meldung, dass eine unbekannte Streitmacht von hier kommt. Das Böse rückt näher, wie ich es vermutet habe. Initialisiert. Und da hoffen wir einfach Feurige mal, Einheit dass verloren. da Suchen wir das Gelände nichts aus, bevor die Zerren passiert. rauskommen. Waffen initialisiert. Und greifen die jetzt auch direkt Feuerbereit. mal an, damit hier auch bloß nichts zerstört wird, oder besser gesagt nicht zu viel zerstört wird. Weil wie ihr seht, die machen sehr viel Damage, das sind auch Einheit verloren. Gebäudekiller. Initialisiert. Aber das geht hier ganz, ganz schnell, da die einfach meinen wunderschönen Kommandoeinheit vergessen haben. Und diese Kommandoeinheit kann die hier ganz schnell kaputt machen. Und wie ihr gleich sehen werdet, können Ingenieure solche Wracks oder Wracks besser gesagt, erobern, und dann gehören die Einheiten mir. Und die hole ich mir jetzt gleich auch. Sobald da die kompletten Einheiten zerstört wurden. Das sind fünf, oder? Ja, fünf. Ausbildung. Ah, was baue ich jetzt noch? Einen Momentan hart Turm? Die sind ja eh getroffen. jetzt alle kaputt. Die Brunnenstützpunkt wird angegriffen. Baut. Die Bruderschaft vertraut. Bau abgeschlossen. Die Bruderschaft vertraut. Aber ich mache dann noch besser solche Dinger hin. Ungeeigneter Bauplatz. Die Bruderschaft Damit, falls da Infanterie kommt, die auch kaputt gemacht wird. Bevor die meine Sachen anfracken können oder so gesagt kaputt machen können. Wo sind eigentlich meine Ingenieure? Ach, da kommt einer. Schaffen wir, dass sie die jetzt feindliche Einheiten in Sicht. Wir brauchen schnell kaputt machen. Unterstützung wird angegriffen. Jupp, zum Glück ignorieren Sie meinen Ingenieur. Was braucht Avatar? Waffen initialisiert. Also ich würde jetzt echt gern wissen, wo meine ganzen Ingenieure geblieben sind. Weil die kosten sehr, okay, die kosten jetzt nicht die Welt, aber ganz so billig sind sie dann doch nicht, dass ich sie vergessen würde. Ach, hier steht noch einer. Die wollen es aber auch nicht lernen, hey. Da kommen die einfach nicht durch. Und wer nicht lernen will, muss fühlen. Bevor die jetzt zerstört wird, ziehe ich mal ganz schnell besser ab. Nein, 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 bitte, 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 bitte. Nein! Oh, jetzt. Jetzt haben sie beides zerstört, ey. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Also? Keine Gnade, und da tun wir mal. Unser Schützpunkt wird angegriffen. Ausbildung. Feindliche Einheiten in Sicht. Die Bruderschaft brauchen wir doch nicht so viele Saboteure. Bau abgebrochen. Die Bruderschaft vertraut. Was soll ich machen? Einheit wird angegriffen. Ich warte. Ich verstehe. Okay. Machen wir uns an die Arbeit. Es wird uns gehören.
Was? Unser Stützpunkt wird angegriffen. Komm schon, bevor die nächste Welle kommt. Einheit geborgen. Juggernaut. Feindliche Einheiten in Sicht. Nehmen Position ein. Einheit wird angegriffen. Ich höre. Im Leerlauf. Das ist doch schön, dass sie da nicht hinterherkommen. Das sehe ich doch gerne. Initialisiert. Zahltag. Einheit verloren. Silos benötigt. Solange die da verteidigen, laden sich die noch schnell auf. Und dann machen wir uns schon auf den Angriff. Ich warte. Oh, das ist eine kleine Armee. Aber die schicken auch unbegrenzt Einheiten. Also die müssen ja Geld haben bis zum Abbrechen. Ja, geh bloß nicht auf den Panzer. Die Infanterie ist viel wichtiger. Da haben die tatsächlich einen Obelisk kaputt gemacht. Wir haben es nicht bemerkt. Reparatur läuft. Juggernaut. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Feindliche Einheiten in Sicht. Aber wenig Schaden macht der Juggernaut jetzt auch nicht. Hier, Juggernaut. Betriebsbereit. So, und dann gehen wir mal in die Mitte. Und greifen an. Wir werden uns eh nicht aufhalten können, also von daher mache ich mir da mehr oder weniger gar keine Sorgen. Lächerliche Abwehr. Anti-Infanterie. Seht ihr jetzt, glaube ich mal, nein, ab hier können sie noch keine Flammen. So, ab hier fangen sie jetzt an, auch Feuer zu spucken. Natürlich nur gegen Gebäude. Und wir hier mal schnell die Gebäude wegholzen. Solange die da alles zerstören. Nee, greift lieber weiter an. Aber schlecht ausgerüstet ist die GDI auch nicht. Haben wir eigentlich sehr starke Einheiten. Tun wir den jetzt mal los, weil der braucht ja eigentlich auch einen Augenblick. Nein, ey, Fast and Furious. Oh Gott. Er kriegt kleinen Geschwindigkeitsrausch, passt auf. Nein, bevor er die wegrast, wegbringen, wegbringen, schnell. Gleich, 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 gleich. Dann machen wir mal ihre Basis platt. Feindliche Einheiten in Sicht. Ach, da oben haben sie ja auch. Die haben ja bei jedem Weg da was.
Oh, der ist schon da, ey. Da konnte so schnell konnte ich nicht gucken, hey. Feindliche Basis in Sicht. Jetzt sind sie da. Killen wir mal das Technologiezentrum. Einsatzziel erreicht. Und das war's auch schon. Ging ja recht schnell. Commander, helfen Sie mir. In Australien brauchen wir Verstärkung. Aber Kane hat abgelehnt. Ich habe den beschädigten Prime-Tempel gesehen. Die Schäden sind verheerend, wir beide wissen das. Aber der Stützpunkt. Diese Truppen, sie sind der Kern der ganzen Operation. Noch können wir sie retten, wenn wir schnell... Sie sollten mir dankbar sein. Ich hab's gesagt, Killian kann man nicht trauen. Unglaublich, dass sie Kane in Frage stellt. Er hat sicher einen verdammt guten Grund, diese Truppen zurückzuhalten. Ach, was soll's. Tut gut, wieder in Sarajevo zu sein. Da ist noch viel zu tun. Zuerst bringen wir die Waffenteile, die sie geborgen haben, wieder zurück zum Prime-Tempel. Dann braucht Kane Zeit, um das Ding bauen zu können. Und tun Sie mir einen Gefallen. Wenn alles funktioniert, sagen Sie Kane, wessen Plan das war. Vielleicht darf ich dann mal hier raus und Sie nehmen mich mit auf Ihre nächste Mission. Das wäre doch mal was. Ja, das wäre echt mal was. Empfange Nachricht. Die Flüssig-Tiberium-Waffe muss zum Prime-Tempel gebracht werden. Schützen Sie den Transporter vor den Angriffen der GDI. Da kann ich auch eine super Taktik. Da fahren wir nicht schön hier außen rum. Feindliche Einheiten in Sicht. Und riskieren nichts. Schön hier außen rum. Tiberium-Belastung gemessen. Schön zum Betriebsbereich. Waffeneinheit wird angegriffen. Einheit verloren. Das können wir aber angreifen. Betriebsbereich. Wie stellen die da zu viele? Uff, den bringen wir besser weg. Ja, und so schnell wie wir sie zerstört haben, haben sie auch wieder eine neue gebaut. Verfolgen uns natürlich. Aber wir laufen weiter. Ignorieren die komplett. Kritische Einheit wird angegriffen. Der Transport ist gleich beschädigt. Schützen Sie ihn vor weiteren Angriffen. Ja. Einheit wird angegriffen. Der Transporter ist schwer beschädigt. Das letzte Mal. Der Transporter ist kritisch. Er darf keinesfalls zerstört werden.
ist da eigentlich schon die Not gekommen und hat die kaputt gemacht. Aber leider letztes Mal. Jo, da stelle ich ja schon mal alles ein für einen Neustart der Mission. Werd am besten erst dann mal unsere Einheiten vorschicken, und um nachzusehen, dass da alles auch im Lot ist. Und da sehen wir uns im nächsten Part.